Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillen Barbecue. Wir haben 5 Jahre getüftelt und jetzt kennen wir den perfekten Feuerplattenburger und ich verrate euch den. Viel Spaß dabei. Ja, der perfekte Feuerplattenburger hört sich immer so doof an, aber wir haben tatsächlich vieles ausprobiert. Vieles war gut, manches war sehr gut, manches musste man wieder verwerfen, aber im Endeffekt hat sich was rauskristallisiert und das werden wir heute machen. Und zwar brauchen wir dafür für jeden Burger 2x100 Gramm Fleisch und zwar Hackfleisch. Gemischt halb und halb. Das heißt, gegen alle Regeln, Hälfte Rindfleisch, Hälfte Schweinefleisch. Dann hat man nämlich den tiefen Geschmack vom Rindfleisch und das fettige, schöne vom Schweinefleisch drin. Und dann ist wirklich perfekt, hat schön Halt, geil. Dann brauchen wir Zwiebeln. Zwiebeln, ganz wichtig, ganz so fein schneiden, wie ihr nur jedes, am besten mit so einem V-Hobel, kriegt man die kleinen. Dann Sojasauce. Sojasauce, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, da ist unsere liebe Freundin die Glutaminsäure drin, die natürlicher Geschmacksverstärker ist. Brauchen wir auf alle Fälle auch so 100 Milliliter dafür. Dann habe ich für das Beispiel heute mal ein paar Buns. Da kann man ein bisschen spielen. Da würde ich aber auch sagen, nimm nicht den billigsten oder den einfachsten aus dem Supermarkt, sondern nimm einen schönen. Auch im Supermarkt gibt es heute schon verschiedene andere. Ich habe jetzt hier so einen Malzbun, den finde ich immer toll. Ansonsten gehen auch Brioche-Buns super oder Kartoffelbuns kann man nehmen. Nur wie gesagt, diese kleinen bröseligen Dinger, die allerbilligsten, die würde ich jetzt dafür nicht nehmen. An Käse finde ich persönlich super. Echten Cheddar. Wahlweise, da schreiten sich die Gemüter und da sind wir uns auch nicht einig. Die einen von uns sagen immer, nimm mal lieber den Cheddar und manche sagen, nimm lieber die Schmelzkäse-Chester-Scheibe. Es betet richtig. Ich persönlich habe mich heute durchgesetzt und gesagt, wir nehmen heute Cheddar, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann Ketchup und zwar und Senf. Habe ich jetzt hier einmal Bautzener mich festgelegt und Werder Premium Ketchup als Ketchup. Wie gesagt, wenn ihr andere Ketchup- und Senfmarken lieber mögt, dann nehmt ihr die andere. Ich habe das jetzt bloß mal exemplarisch für mich. Salz, Pfeffer, ganz klar, Grillpfeffer ist da das Nonplusultra. Dann brauchen wir noch ein bisschen Butter. 2 Maurerkellen als Lifehack dazu zeige ich euch nachher noch Backpapier. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. Erstens, wir bereiten uns unsere Zwiebeln vor. Und da kommt wirklich ein großer Schluck Sojasauce drauf. Und dann kneten wir die immer richtig da drin an, dass sie schon so ein bisschen Farbe bekommen. Siehst du, dann sehen die nämlich schon so ein bisschen angebraten aus. Und lassen eh mal Wasser, dadurch, dass da jetzt ein bisschen Salz drin ist in der Sojasauce, und kneten praktisch immer richtig kräftig, immer so 1-2 Minuten durch. Und wenn du jetzt daneben stehst und hast du fertig durchgeknetet, dann riecht das schon wie gegrilltes Fleisch, ohne Scheiß, richtig gut. Dann schnappen wir uns unser Fleisch und nehmen so 100 Gramm, ist ungefähr so ein etwas kleiner als ein Tennisball und ziemlich viel größer als ein Tischtennisball, also irgendwo in der Mitte, und formen uns daraus so ein kleines Bällchen. Die Bälle, die Größe haben, die man irgendwie bezeichnen könnte? Nee, wa? Kenne ich auch keine Sportart. Also irgendwo zwischen Golfball und Tennisball. So. Und davon machen wir uns jetzt, weil wir 2 Burger machen, 4 Stück. Mein Kumpel Andi sagt gerade, Quetschibälle. Es gibt so eine Konzentrationsbälle, die da siebt. So weit wäre die richtige Größe. So, jetzt machen wir schon mal den hier auf. Bereiten uns unsere Buns vor, weil die geht relativ schnell. Und immer wenn es schnell geht, muss man strategisch vorgehen. Köche sagen immer, mise en place ist was für Feiglinge. Also Vorbereitung ist was für Feiglinge. Und ja, so ist es auch. Aber umso schneller geht es. Naja, so. Also jetzt auf jedes Stückchen Bun, ein Stücke Butter drauf. Und dann können wir schon an eine Platte. Da nehmen wir als allererstes eine schöne Dosis Öl hier mal an hier vorne. Und setzen auf diese geölte jeweils unsere Kügelchen. Unsere Klöpse, genau. Und dann werden wir die smashen. Und dass das nicht alle teillos hier dran festklebt, nimmt man sich einfach ein Backpapier und dann die Maurerkelle und drückt die so breit, wie es nur geht. Dann kannst du hier das schön abziehen. Ansonsten klebt der ganze Kram immer an der Kelle dran. Und da ist ein Stück Backpapier wirklich mega. Mal, wenn es hier vorne anbrennt, ist egal, zieht man nachher weg und gut ist. Das machen wir praktisch hier mit allen unseren Klöpfen. So, dann haben wir sie richtig schön flach. Da verteilen wir jetzt gleich die Zwiebeln oben drauf. So. Dann kommen hier direkt daneben schon mal unsere Buns ganz nach außen mit der Butter drunter. Das heißt, die Butter schmilzt jetzt schön in das Brötchen ein.
Man kann ruhig jetzt nochmal nachdrücken ein bisschen. Kann man ja die Zwiebeln drunter, dann drücken wir die richtig in das Fleisch rein. Und lassen es so, naja, vielleicht so ein, zwei Minuten angrillen, je nachdem wie heiß euer Grill ist. Und dann nehmen wir praktisch nur immer mit der Spachtel runter, drehen den um und du siehst, du hast hier schon eine schöne Kruste. Und das sollte auch alle anderen haben. Umdrehen, festdrücken. Ja, zack, genau so. Und jetzt braten die schön in die Zwiebelsaft, das ist super. Und oben drauf kommt jetzt noch ein bisschen Grillpfeffer. Und natürlich Käse. Ihr seht schon, das ist tatsächlich eine Timing-Sache. Wenn ihr jetzt den ganzen Grill vollhaust mit Burgern, dann solltet ihr tatsächlich zu viert sein, weil sonst rennt ihr dir wirklich einen Wolf und kommt nicht mehr hinterher. Die Brötchen sind schön geröstet, die können schon runter. Oh, herrlich. Dann kommt ein Löffel Senf rauf. Jeweils, also wir bleiben heute bei der klassischen Variante. Man kann natürlich auch mit Barbecue-Soßen rumspielen, wenn man sowas mag. Aber so als Grundrezept finde ich das immer sehr, sehr cool. Dann kommt hier ein bisschen Ketchup dazu. Ein Löffel. Also ganz puristisch, mega. Und dann können unsere Scheiben hier schon runter. Ihr seht, der Käse ist schön angeschmolzen. Und die stapeln wir jetzt hier auf unserem Brötchen. Also immer zwei. Boah, herrlich. Und jetzt haben wir unten schön die frisch angegrillten Zwiebeln drunter. Wo der ganze Saft nicht einfach so verpufft ist, sondern schön in das Fleisch eingezogen ist. Da packen wir einen Deckel drauf. So, und schon, zack, sind die vermutlich schnellsten und geilsten Cheeseburger der Welt fertig. Mega, mir läuft richtig das Wasser im Mund zusammen. Und so schnell und so super hat man ohne großen Aufriss, nur mit zwei, drei Tricks, einen richtig geilen Burger. Jetzt überlege ich, ob ich immer in der Mitte ihn durchschneide. Ja, aber. Ja. Klassischer Mittelschnitt. Und da, so sieht der von innen aus. Das sind natürlich die Smash-Burger, die haben natürlich nicht die Farbe. Aber den Geschmack, pass auf euch, rinnen die hohle Birne. Heiß. Oh, schön ist halt, du hast richtig geröstete Zwiebeln dran, der Käse zerläuft. Salz, Pfeffer genau richtig und vor allem, du hast ein schönes Verhältnis von Kruste zu Fleisch. Das ist dadurch, dass wir die gesmashed haben, ist es halt nicht so ein Burger, der jetzt halt nur von der Füllung lebt, sondern wirklich von Kruste. Und wenn man an Grillen denkt und Burger, finde ich, schmeckt die genau so. Und das ist die Grundvariante eines guten Burgers. Von da aus kann man natürlich noch, so lecker, kann man, wenn man möchte, nochmal abwandeln. Wie gesagt, man kann mit Barbecue-Soßen machen, man kann auch Speck dazu machen. Gürkchen, Jalapenos, was auch immer man möchte, kann man praktisch aus dieser Variante dann rausentwickeln. Und mir läuft das Wasser beim Essen im Mund zusammen. Mega gut. Und mich würde freuen, wenn ihr eure Feuerplatte mal wieder anschmeißt und ein paar schöne Burger drauf macht. Und ihr habt gesehen, das ist total easy, einfach zu machen und super lecker. Ich glaube, jede Burgerbraterei hat wirklich Mühe, so einen geilen Burger hinzukriegen. Was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, ist einen Daumen nach oben da lassen, einen wohlwollenden Kommentar und auf jeden Fall ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Oh, ist irre geil.